im Moment ist es wirklich warm hier in meinem Homestudio unter dem heißen Dach. Naja, nichtsdestotrotz, mein Hobby will gemacht werden, also machen wir was. Was ich noch machen wollte im Nachgang zu dem vorigen Video, wo ich euch die Renovierung hier von meiner 87er Stadt gezeigt habe, ich wollte den direkten Vorher- und Nachher-Tonabnehmer-Klangvergleich auf jeden Fall noch machen. Und den machen wir jetzt. Ich halte mich jetzt hier kurz, weil ich bin ziemlich lazy unterwegs, aber macht nichts. Hier kommt also der Direktvergleich, die 87er Strat mit ihren originalen Tonabnehmern, so wie sie zum Schluss war, also mit der Modifikation am Steg hinten mit dem Humbucker und den neuen Tex-Max Pickups im Direktvergleich. Wundert euch nicht, die Sequenzen sind natürlich, die Tex-Max-Sequenzen sind natürlich in dem anderen Video auch drin, aber hier stelle ich sie eben direkt den anderen gegenüber und ich denke, ich muss einfach diesen Direktvergleich jetzt mal ausprobieren. So, also machen wir das. Und geht auch schon los. Thank you.
Thank you.
Kommt gleich mal ein Gewitter. Also das war jetzt echt ein Test. Und ja, ihr müsst euch euer eigenes Bild machen. Ich werde euch jetzt mein Bild erzählen. Ich komme mal zurück zu meinem Ursprung hier. Ich weiß jetzt wieder genau, warum dieses Ding so lange in der Stadt war unverändert. Weil hier kannst du eigentlich alles von Clean Sound bis zum Wüstenrocker am Steg durch den Hamburger ist die Gitarre eigentlich universell. Ja, und das war halt eben das, was ich die ganze Zeit gebraucht habe. Blues, Rock, Pop-Musicals. Mal so, schön sanft. Aber dann auch wieder den vollen Brecher rein. Also, passt. Ja. So. Jetzt zu unserem Tex-Mex.
Ich habe mir eine Matrix gemacht, schön ingenieursmäßig. So, ja. Wenn ich auf diese Matrix gucke, dann schneiden die Tex-Mex eigentlich die ganze Zeit gut ab. Beim verzerrten Sound ist der Humbucker natürlich hinten unschlagbar, aber ich finde, der steckt sich gar nicht schlecht, der Tex-Mex hier. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was arbeiten mit der Klangregelung und dann kommt er. Aber natürlich der Brumm, ne? Klar, Single Coil. Das ist ganz gut, aber ansonsten haben sich die Tonabnehmer richtig gut geschlagen. Der Halstonabnehmer von der Strat im cleanen Bereich, der alte, klingt anders, ist auch gut. Ich habe jetzt noch was gemacht, um mich so ein bisschen zurückzuversichern. Ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe noch eine andere gemacht. Das Aria Pro 2 Stagecaster. Ja, die hat einen unvergleichlich schönen Ton am Hals. Aber ich weiß nicht, das ist der Original Aria Tonabnehmer, der da drin ist. Ja, die anderen klangen wohl nicht mehr so toll. Die habe ich rausgenommen. Ja, aber der hat einen unwahrscheinlich schönen Klang. Und in der Mitte und am Steg sind SSL-5. Selmer Duncan. Und die, ich habe das jetzt nicht hier reingemacht, aber dem Vergleich, ich habe die Videos gemacht und die kommen nicht so gut. Also sage ich mal, für einen Single Coil sind die Tex-Mex für mich gerade das Richtige. Ja, also Single Coil, Tex-Mex bleiben für mich, ich muss noch ein bisschen anpassen. Klar, ich habe ja gesagt, wir haben nur Verzerrer auch in mein Audio, also im Prinzip in meine Boxensimulation geschickt, ja, ein Torpedo Cap M Plus, und da geht mit Amps und so bestimmt noch mehr. Also für mich Tex-Mex Umrüstung voller Erfolg, optisch sowieso und klanglich jetzt auch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, oder ihr habt einen schönen Klangvergleich, könnt vielleicht mit eurer Klampfe das mal abgleichen. Ja, war viel Schneidarbeit, mehr als Spielarbeit, aber super, hat viel Spaß gemacht. Jetzt danke ich euch für eure Zeit und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, besonders in diesen Zeiten. Bleibt fröhlich und bleibt auch musikalisch. Bis bald, euer Toko.